Hey, this is Robert Patrick, and you're listening to Comic Cookies. La 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 Cookies, Comic Cookies, lecker. Spezialausgabe 12 German Comic Con Frankfurt 2018. La 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 la. Jetzt sind wir hier bei der Comic Con 2018 in Frankfurt. Hallo? Wer bist denn du? Hallo, ich bin der Leger Legende. Und du? Snickt der Matthias. Snickt musste natürlich wieder unbedingt mit rein. Und ich bin's, Steffen. Wir dachten, wir machen mal nach dem ersten kurzen Überblick-Rundgang so eine kleine Zwischenanalyse. Ihre Analyse bitte, Herr Dr. Professor Grimm. Die Analyse? Die ist doch gar nicht mitgekommen. Wir sind hier auf der German Comic Con Frankfurt. Herr Legende. Wir sind hier auf der German Comic Con Frankfurt in der Halle 4, die ein bisschen kleiner ist als letztes Jahr, die Halle 3. Das heißt, der erste Überblick ist wahrscheinlich auch schon das, was nach dem zweiten Überblick passieren wird. Aber gucken wir mal, jetzt sind wir einmal so diagonal quer durchgelatscht. Gibt was zu sehen, aber wie letztes Jahr auch, das Tollste zu sehen ist halt, dass hier alle Cosplayer durch die Hallen schwadronieren. Das macht wirklich am meisten Spaß. Ansonsten haben wir schon ein bisschen nach Cosplay geguckt, nicht Cosplay, Merchandise geguckt. Und Deutscher Versprecher war das gerade, weil der Herr Legende hat natürlich vorrangig nach Cosplay geguckt. Das ist ja das, was hier das Highlight ist. Also ein bisschen Figuren gibt es, ein bisschen Programm gibt es, aber es gibt ganz viele Leute, die sich nach ihren Lieblingscharakteren richtend verkleidet haben. Und das ist schon das, was es ausmacht, ja, auch dies hier wieder. Es ist ein Betonboden, der überhaupt nicht ausgeschmückt ist, sind Betonwände, die wenig oder gar nicht ausgeschmückt sind. Und es gibt jede Menge geschmückte Menschen, das macht es bunt. Ja, und jedes Set, was geschmückt ist, das kostet Geld. Und alles, alles, was geschmückt ist, kostet Geld. Also es gibt Veranstaltungsorte und Personen und alles kostet Geld. Und wir stehen hier gerade vor dem Big Bang Set. Ist eine kleine Couch mit Hintergrund. Und da, ach so, ja. Ja, alles gut. Okay, und das sieht sehr ähnlich aus wie das echte Big Bang Set. Das ist das, was mir jetzt am popkulturärsten, am ehesten, am nächsten kommt. Daneben ist Stranger Things. Und da daneben ist ja irgendein Horror-Dings, der auch sehr interessant ist, sehr beliebt, aber nicht meins. Und da sitzt im Moment nur eine Person, die es bewacht. Das heißt, wir können uns schnell auf Sheldons Platz setzen, aber das darf man ja nicht. Also nicht wegen den Guards, sondern weil der Sheldon es ja nicht möchte. So, und der Herr Snickt, was hat der zu sagen? Wurde ja eigentlich schon viel gesagt. Also auffällig ist, der Großteil des Areals besteht eigentlich nur aus in irgendeiner Form Merchandising-Ständen, wo du alles Mögliche kaufen kannst. Aber an einem sehr interessanten Stand sind wir gerade vorbeigelaufen. Da sind noch alte Spielekonsolen, also erste Generation. Also der Original Game Boy, der PS1, ist Original Super Nintendos. Und das Interessante ist, die funktionieren noch. Und da sind genauso alte Fernseher und die funktionieren auch noch. Also ich stelle mir auch die Frage, könnte man überhaupt, wenn man noch ein NES oder Super NES und eine PS1 und schließt das an seinem 55 Zoll Ultra HD, Schlag mich tot, 27 andere Abkürzungen, Fernseher an, kann man das da überhaupt spielen? Oder sieht das Spiel viel zu körnig oder viel zu unscharf aus? Matschig wahrscheinlich, ne? Matschig. Wie? Matschig. Ja, das kann sein. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also könntest du es wahrscheinlich schon spielen, aber würde keinen Spaß machen. Ja. Ja, wir wollen noch mal ein bisschen weiter rumgucken, aber wie gesagt, am auffälligsten ist primär Merchandise. Wo hast du gesagt, müssen wir jetzt hin? Was? Hinter denen? Was? In der Nähe des Eingangs steht ein großer X-Wing und hinter diesem X-Wing soll ein Stand. Geht's weiter. Hinterm X-Wing. Geht's weiter. Es soll ein Stand der Brick-Fans sein, also vermute ich Lego. Vermutest du? Ja, guck mal. Wir melden uns später wieder. Bis dahin. Ob ich richtig liege, fahrt ihr in der nächsten Aufnahme. Bleibt dran. Es bleibt spannend. Fortsetzung folgt. Da läuft man nichts an über die Comic-Con und wen trifft man dann?
Patrick Schüller, einer aus eurer Nerdgruppe. Aus was? Von euren Comic-Stammtisch. Genau. Ja. Was gefällt dir denn an der Comic-Con dieses Jahr besonders? Die Zeichnerareale gefallen mir bisher ganz gut und einige Bekannte wiederzusehen. Ansonsten bin ich irgendwie enttäuscht, dass kaum Comic-Stände vorhanden sind und dass man mehr versucht, ein großes Event aufzuziehen und das auf ziemlich wenig Raum quetscht. So, sogar die Cosplayer wirken ein bisschen in die Ecke gedrängt, habe ich zumindest das Gefühl. Okay. Also du wünschst dir deutlich mehr Comic-Anteil fürs nächste Mal. Ein Comic-Anteil und vielleicht auch ein bisschen besser auf die Fläche verteilt oder wie beim letzten Jahr eine größere Fläche generell. Auch mit mehr Verlagen, weil Verlage sind jetzt wohl dieses Jahr gar nichts da, oder? Irgendwie ist da überhaupt nichts da. So Stand mit lustigen Taschenbüchern. Lustige Taschentücher kann man auch gerne mal gebrauchen. Ja, die hat er wahrscheinlich total. Und einen Verlag mit alten Comic-Heften, aber mehr ist da irgendwie gar nicht vertreten. Wenn man sich Comic-Con schimpft, erwartet man da ein bisschen mehr. Also dass der zum Beispiel jetzt aus Infinity War kam, dann auch einen Stand sieht, wo er zumindest irgendwie den Comic dazu kaufen kann. Matthias, wollt ihr was sagen? Ja, stimmt so eigentlich der Aussage, die ich vorhin schon mal getroffen habe, soweit zu, dass es eigentlich mehr eine Merchandise-Verkauf-Con ist als eine Comic-Con? Und der Event-Charakter wird versucht, durch mehr Stars hervorzuheben, aber ich denke dann auch, ja toll, du hast einen coolen Monolog bei Blade Runner gehalten, aber dafür zahle ich keinen 40 Euro. Jetzt. Welche Stars sind denn hier? Der T-1000 aus Terminator und Rutger Hauer, aber sonst weiß ich auch nicht, oh, die hat bei Lucifer mitgespielt. Der Begriff Star ist hier auch ein bisschen dehnbar, meiner Meinung nach. Ja, genau, das war das, was ich mit meiner Aussage treffen wollte. Also sind zwar zwei größere ältere Namen da, aber der Rest ist so, da hätten sie auch uns hinsetzen können. Oder wie beim Weekends of Horror zumindest Bruce Campbell, also Ash von Ash vs. Evil Dead und den Tanz der Teufel Film. Das war nochmal ein anderes Kaliber, auch für alte Horrorfans. Aber mit den Zeichnern warst du recht zufrieden, wenn ich das richtig verstanden habe. Na klar. Da habe ich ein paar richtig gute Zeichnungen abgestaubt, auch für wenig Geld. Also ein Ape Sapien, der auch noch koloriert wurde für lau, weil ich der Erste am Stand war und er das pushen wollte. Einen Spider-Man und einen Joker und eine Ben Grimm-Kopie oder Versuch. Kannst du uns den Namen zusagen, wer das so alles war? Also er holt gerade sein Büchlein raus. Ja. Francesco Barbieri, das war der Spider-Man-Zeichen. Den wollten wir nochmal hin. Ja. Und hier. Hier Reinhard Engel oder Rainer Engel. Ja. Hier habe ich den Namen vergessen, aber er war ziemlich cool. Ist ziemlich nah neben Rainer Engel, vielleicht zwei Stände von entfernt. Das ist der Episapien jetzt. Ja. Ja, also das hat mich bisschen versöhnt, aber insgesamt ist die Stimmung so ein bisschen enttäuscht. Okay, dann danken wir dir erstmal. Na klar. Tschüss. Sind wir hier am Stand von? Dorothea Busch bzw. Sumia. Was war denn so der frecheste Sketch in der Zeit vom Comic, von der Comic-Con? Frecheste was? Der frecheste Sketch. Die frecheste Zeichnung, die du machen musst. Zeichnung, die ich machen musste. Ja. Heute war es sehr verrückt, dass jemand eine kleine Figur von Undertale haben wollte, die vom Hulk von Marvel geschmissen wird, und zwar auf den Betrachter des Bildes zu. Okay. Also so gute Ideen kommen dann schon mal, ja? Solche Ideen kommen vor allem nur hier, weil natürlich diejenigen, die das sehen möchten, so etwas nicht im Internet finden und deswegen die Zeichner direkt auf Messen ansprechen oder auf Conventions und sich das wünschen können. Was ist denn jetzt eigentlich euer Hauptgeschäft hier am Stand? Das Hauptgeschäft sind die kleineren Dinge, die Postkarten, die man für ein paar Euro mitnehmen kann. Bei den größeren Bildern, die auch ein bisschen mehr kosten, ist natürlich einerseits das Geld auch das Problem, andererseits auch der Transport. Deswegen sind die kleinen, die man einfach mal zwischen ein Buch legen kann, am beliebtesten. Okay.
Gut, das war das Beliebteste. Wie viele Leute kommen denn und wollen einfach irgendwas gezeichnet haben? Tatsächlich weniger. Das war früher, glaube ich, schlimmer. Mittlerweile schreibt man ja auch aus, dass man Auftragszeichnungen annimmt und schreibt auch den Preis dazu und die fragen dann auch ehrlich nach. Falls jemand sowas fragt, dann sind das jüngere Personen und da kann man das aber auch erklären, dass man das für Geld macht. Und da ist mittlerweile das Verständnis viel größer. Okay. Was war das erfolgreichste Motiv? Also was wurde am meisten gewünscht? Bei dieser Convention war es Overwatch. Figuren aus dem Spiel, genau. Okay. Gut. Ja, das war es im Grunde schon. Ein paar einfache Fragen. Hoffe ich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. So, jetzt sind wir hier in eine kleine Gruppe von Cosplayern reingeschlittert. Wen haben wir denn da alles? Ja, also ich bin Freakcutter. Noctis aus Final Fantasy. Yakiba. 217. Beweis. Und wir wollten mal von euch gerne wissen, wie euch die Comic-Con so gefallen hat. Wer möchte anfangen? Ja, also ich fand's recht schön umgesetzt. Ein bisschen kleiner wie letztes Jahr. Nicht ganz so die Menge an Cosplayern leider, aber doch ganz schön eigentlich, ja. Ja, ich fand sie auch ganz schön. Nur, ja, also ein bisschen klein fand ich sie ehrlich gesagt schon, also ein bisschen gequetscht. Mhm. Also hätten ruhig zwei Hallen sein können. Ja. Das wäre halt viel einfacher gewesen. Mhm. Ja, ich fand sie auch etwas kleiner, aber ich fand auch die ganzen Leute hier auch, die hier ausgestellt haben, verkauft haben, total nett und freundlich. Ich fand auch doch die Atmosphäre hier total. Mhm. Ich nehme das jetzt als ja. Ich sage jetzt mal so, es ist sehr klein. Gut, im Vergleich zu Dortmund ist es klein. Ja. Ja, und sehr laut. Also, ich habe, für mich war es jetzt meine erste Con, ich kenne mich da nicht so aus. Ich fand es richtig gut, nette Leute. Also, man hat sich auch gleich zu Hause gefühlt, finde ich jetzt. Wie hat es euch denn untereinander gefallen? Habt ihr euch auch mit anderen Cosplayern getroffen und da irgendwie... Ach so, ihr habt euch jetzt alle hier erst kennengelernt, oder? Gar nicht. Ja, okay, das ist cool. Drei oder vier und dann sind wir uns alle irgendwie in die Quere gekommen und dann war das so. Cool. Ja. Ja, habt ihr noch Fragen? Ja, also zu deiner Cosplayer-Frage nochmal. Ja. Letztes Jahr war zeitgleich keine Cosplay-Veranstaltung in ganz Deutschland. Okay. Dementsprechend waren wesentlich mehr Cosplayer da. Mhm. Dieses Jahr ist leider die Hanami zum selben Zeitpunkt gewesen. Okay. Ist natürlich auch wieder scheiße, weil die Hälfte von den Leuten auf der Hanami ist und dann nicht hierher gekommen ist. Wo ist das räumlich gesehen von hier aus jetzt? Die Hanami ist in Ludwigshafen. Mhm. Okay. Aber gar nicht mal so weit weg, ne? Ja. Hattest du noch andere Schwerpunkte außer jetzt Cosplay oder war es jetzt nur einfach zum Spaß hier herkommen und andere Cosplayer kennenlernen? Ja, Cosplay ist halt eine Seite, aber bei mir zum Beispiel ist jetzt halt auch noch die ganzen Animes und Comics, die halt auch hier ausgestellt werden. Die ist viel, wo man auch halt gern hinkommt und wo man extra deswegen auch nochmal hier auch auftaucht. Hat sich comic-mäßig wirklich gelohnt? Hat sich denn comic-mäßig wirklich gelohnt? Ich meine, von den Ständen her war es nicht wirklich so großartig präsent. Also ja, da haben wirklich Comic-Stände gefehlt. Muss man ehrlich sagen, ja. Wie sieht's aus? Kommt ihr nächstes Jahr wieder? Ja, ich komme definitiv wieder. Ich auch. Ja, ich auch. Definitiv, ja. Also ich werde wieder kommen, ja. Ja, der Joke ist ja tatsächlich, dass ich gar nicht unbedingt wegen den Comics hierher komme, eigentlich nur um Leute zu sehen. Okay. Ne? Ja, ist schon nachvollziehbar. Also, ja. Von Comics. Ne? Ja. Hallo, Darkness My. Dann danken wir euch recht herzlich, gell? Tschüss. Tschüss. Von Patrick Robert zu Robert Patrick, können wir da nur sagen. Ja, genau. Wir haben ihn getroffen, wir haben ihn interviewt und das behalten wir nur für uns. Aber für euch ist der Gruß da. Und jetzt kommt Was? Patrick Robert. Oh, hi, Mark. Nein.
Ja, war wirklich cool, mit ihm zu reden, auch wenn er am Anfang ein bisschen abgefuckt wirkte. Aber ich habe dann tatsächlich mal kurz Gänsehaut bekommen, als er über seine Zeit bei Akte X geredet hat und auch über Sons of Anarchy. Und dass ich ihn kurzzeitig das Herz wegen Scorpion gebrochen habe, wo ich noch nicht eine einzige Folge gesehen habe, muss ich jetzt wohl anscheinend nachholen. Sonst ja, das musst du. Wir werden das überprüfen. Ja, bevor der T-1000 mich noch persönlich besuchen kommt, sollte ich das wohl machen. Auf jeden Fall. Weil was du nicht weißt, wir drei sind die größten Scorpion-Fan Deutschlands. Ja? Das heißt, du kannst auch davon ausgehen, dass wir dich wirklich fragen werden, ob du es kennst und dass wir auch wirklich herausfinden werden, ob du es kennst. Okay. Challenge accepted. Accepted. Möchtest du noch was sagen? Aber wir hatten ja eigentlich nur eine Storyline aufzuklären. Und zwar hatten wir ja gesagt, hinter dem Horizont. X-Wing geht's weiter. Was hattest du da vermutet? Auf dem Plan stand Brick-Fans und also irgendwas oder Bricks-Fans. Also auf jeden Fall irgendetwas, was ich auch mit Lego assoziiere, weil es da ja auch online so eine Seite gibt. Aber im Endeffekt war es nur ein riesengroßer DVD-Blu-ray-Film-Serienverkaufsstand. Was heißt nur? Also immerhin einer der Haupteinnahmequellen, was uns angeht von heute, ja. Oder? Da, wo wir das Geld gelassen haben, das war bei den Zeichnern und bei den Blu-ray- und DVD-Verkäufen. Ansonsten war da nicht wirklich viel Interessantes. Das Comic-mäßige war so ein bisschen Grabbeltisch-mäßig, wo der Nachbar was verkauft. Viel mehr gab es da leider irgendwie nicht. Was beim Comic-Grabbeltisch? Aha, aha. Oje, oje, oje. Also manche... Was hast du denn da gekauft, Michael? legal, also... Wer auch immer. Ich habe die Sprechblase 33 mir gekauft mit einem Interview mit Clever & Smart und habe noch ein alles Clever & Smart Heft gekauft. Und jetzt ist meine Sammlung noch kompletter als vorher schon. Ja, ich habe nur an diesem großen Filmverkaufsstand was gekauft. Was? Guck mal hier. Die, was er gekauft hat. Oh, Patrick hat da was gekauft. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Der Dunkle Turm und die Robert-Lenken-Trilogie als Blu-rays. Ich habe mir die kompletten Schlümpfe gekauft, also die komplette Serie. TV-Serie. TV-Serie der Schlümpfe. Und auch der, ja? Wie heißt du jetzt nochmal, Robert oder Patrick? Hat sich einen Comic gekauft. Ja, vom Horst, der jetzt der Verlagsleiter von Splitter ist, habe ich mir den Comic Janet gekauft. Das scheint Science-Fiction zu sein. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich konnte noch nicht ansatzweise reinlesen. Und von den DVD-Blu-Ray-Käufen habe ich mir Seinfeld komplette Staffelbox und Stargate Atlantis die Komplettbox gegönnt. Nicht schlecht. Auch gekauft von einem, der noch eine Weile bei uns war, als vierter Mann im Boot, ist natürlich die Warehouse 13-Box. Wurde auch noch gekauft. Fünfter Mann. Ja. Fünf. Wenn du nochmal durchzählst. Stimmt, ja. Das sind Namen, die wir jetzt hier nicht sagen. Ja, aber noch niemand hat von den Fantastischen Fünf gehört. Das hat jetzt nur vier. Das fünfte Rad am Wagen hat Warehouse 13 gekauft. Genau. Ja. Genau. Auf Empfehlung eines Einzelnen. Ja. Eines wichtigen Einzelnen aus der Gruppe der Vier, der Fantastischen Vier. War jetzt... Eine legendäre Empfehlung. Eine legendäre Empfehlung quasi. Ja. Genau. Was hinter dem X-Wing noch war, könnt ihr vielleicht bei den Fotos sehen. Das große Crossover. Und die Bühne war da, ja. Und auf der Bühne waren auch Leute. Und haben was erzählt. Und haben was erzählt. Aber das können wir selbst auch. Ja. Gesamtfazit jetzt nochmal. Also wir waren ja alle am Anfang so ein bisschen, ernüchtert, genau. Ich muss jetzt aber sagen, so hinten raus, so wie mein Lieblingsbegriff, ging es dann irgendwie... War es dann irgendwie dann doch ziemlich witzig, fand ich. Also gerade jetzt auch nochmal mit der Begegnung am Abend mit Robert Patrick. Highlight war nicht zu erwarten, aber hat nochmal richtig... Es war nicht geplant, es war eigentlich nur eine dumme Spontanaktion. Okay, also die Begegnung mit Robert Patrick war nicht geplant, aber es war eigentlich eine dumme Spontanaktion, aber das war wirklich am Ende super. Ich hatte da Gänsehaut, wie viele andere anscheinend. Also auch der Matthias kam da auch aus dem Reden und aus dem Fragen nicht mehr raus. Der war auch total interessiert. Aber je mehr Leute gegangen sind, desto entspannter war es komischerweise. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ja.
Ich habe nur gesagt, Nerds halt. Wenn man ja, genau, meine Killerplauze hat ein bisschen Platz gebraucht. Ja, das ist ja, also, das ist ja oftmals so, dass wenn man dann, habe ich bei der Comic Action aber auch schon erlebt, seinerzeit, dass man dann, wenn es dann leer wurde, sich einfach mal entspannt irgendwo hingehockt hat und vielleicht nochmal den einen oder anderen Zeichner getroffen hat. Ja. Vor allem, man hatte dann auch auf einmal mehr im Blick, wenn diese ganzen Menschenmassen weg waren, dann hatte man auch die Stände auf einmal im Blick. Vorher hättest du nicht sagen können, da und da an dem Stand, weil da war wirklich so viel auf einen Haufen. Da wir explizit sind, lass mich mal kurz diesen ein. Wir sind explizit? Tollen. Ja. Jetzt, wenn man es ankündigt, ist es schon wieder blöd. Aber wenn wir jetzt auf der Sexmesse gewesen wären, hättest du jetzt die ganzen Ständer sehen können, statt die Stände. Naja, gut. Was hast du gesehen? Aber du hast doch lustige Taschentücher schon gesehen. Stimmt. Hat da jemand gesagt? Ja. Haben wir das vorhin... Ach, das haben wir vorhin ins Mikro gesagt. Genau. Stimmt. Genau. Ja, also jetzt im Nachhinein, wo wir nach diesem ewigen Stehen und Laufen und Gehen endlich mal auf einer Bank sitzen, finde ich, war es ganz angenehm. Wo wir das auch entspannt rekapitulieren können. Genau. Wo man es entspannt rekapitulieren kann, ohne großartig Menschenmassen im Genick zu haben. Ist es dann doch cooler, als man denkt. Oder als es am Anfang war. Ja, wie gesagt, am Anfang, also so prinzipiell hatte ich schon den Eindruck, dass es noch weniger war als letztes Jahr. Auch, wie gesagt, der Comic-Anteil halt dann doch sehr gering. Aber wenn man die Augen aufhält und den einen oder anderen Zeichner sieht, dank dir ja nochmal den Tipp, nochmal ins Gedächtnis gerufen. Francesco Barrieri war das. Mhm. Aus Italien, ne? Also italienische Zeichnung und wunderschöne Zeichnung bekommen. Also von daher alles richtig gemacht. Er hat auch bei mir noch die Ehre bekommen, noch eine zweite Zeichnung im Sketchbuch zu zeichnen. Ja, ich habe nicht viele drin im Sketchbuch, die zweimal reingezeichnet haben. Das sind vielleicht zwei oder drei. Ansonsten ist das immer ein anderer. Aber er konnte mir dann noch ein The Thing von den Fantastic Four ranzeichnen und das hat er auch ziemlich cool gemacht, auch mit dieser Prägung, die er da eingestanzt hat. Sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Das ist schon geil. Ich glaube, irgendwann mal dein Sketchbook und zeichne auch zweimal rein, dann weiß ich auch, dass ich was Besonderes bin. Du bist doch auch im Sketchbook drin. Aber der ist nur. Sticker. Matthias, noch was? Ja. Glitzer? Habe ich ja noch nicht gesagt, oder? Glitzer hat er noch. Ja. Oh, ich will auch noch mal Glitzer sagen. Glitzer! Wieso höre ich euch jetzt noch? Weiß ich nicht. Glitzer. Glitzer. Gut, ich glaube, damit hätte man es dann. Erstmal. Ja, das ist auch gut so. Oh, mein Knie tut so weh. Ich bin ein alter Mann und Kniebeschwerden, aber es war schön. Und jetzt auf der Bank zu sitzen ist auch schön. Jetzt gehen wir was essen. Mahlzeit. Das ist auch schön. Ja. Ja, ist super. Ich fahre wahrscheinlich auch gleich nach Hause und kann mich dann auf die nächste 10-Stunden-Schicht einstellen. Aber egal, das Wochenende war jetzt gut genug. Ja. Sehr gut. Dann verabschieden wir uns jetzt noch und ja. Patrick, sag mal tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!